mach mal das Fenster wieder zu. Obwohl es regnet und das ist eigentlich schlecht für den Cedar jetzt. Es ist ziemlich heiß. So, das passt. Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Heute ist C-Day! Hydruppi C-Day. Der letzte der Gen 3 Starter. Danach ist eigentlich auch schon, also übernächster, ist irgendwas Neues, was Unbekanntes. Und dann kommen auch schon die Gen 4 Starter. Also die Starter gehen uns langsam aus. Und ja, und dann müsste hoffentlich demnächst mal Gen 5 kommen. Weil Gen 4 ist ja jetzt eigentlich auch schon fast alles da. Und heute gebe ich euch wieder mal einen kurzen Überblick über den C-Day, alles was ihr wissen müsst. Der fängt heute um 16 Uhr an. Das ist eine neue Zeit. Es gab ein bisschen Verwirrung. Bis gestern wusste ich auch nicht, dass er heute um 16 Uhr anfängt, sondern um 15 Uhr. Ich sehe in meiner Freundesliste, man schreibt ja immer bei seinem Buddy zum Beispiel die Uhrzeit, wann man einen Levelaufstieg machen will mit seinen ganzen Freunden. Und so viele haben immer noch 15 Uhr drin. Der fängt heute um 16 Uhr an. Also nicht um 15 Uhr euer Glücksrad zünden. Erst um 16 Uhr Glücksrad zünden, dreifach EP-Bonus und dann die ganzen Geschenke aufmachen, Levelaufstieg. Euch die EP gönnen und dann nochmal den Bonus. Das sind dann sechsfach EP. Das hatten wir jetzt eigentlich mit dem EP-Bonus. Unterschied, beim EP-Bonus hielt das Glücksrad eine Stunde. Jetzt müsstet ihr für den ganzen C-Day 6 Glücksrad durchballern. Muss ich ehrlich sagen, lohnt sich nicht wirklich nur für den Fun-Bonus. Also, ja. Also wenn es knapp mit den Eiern ist, müsst ihr jetzt nicht unbedingt den C-Day durchballern mit Glücksrad, sondern nur die erste halbe Stunde. Ist meine Meinung. Aber wenn ihr Glücksrad überhaupt, dann ballert die durch. Und normalerweise würde ich euch ja jetzt dann diesen String, diese ganze Reihenfolge an möglichen Kombinationen geben, die ihr dann einfach kopieren könnt, dann eingeben könnt und dann nach den möglichen 100 dann suchen könnt. Aber das brauchen wir zum Glück nicht mehr, denn wir haben die neue Bewertung. Ihr wisst Bescheid, 4 Sterne, 100er. Es gibt jetzt natürlich mehrere Kombinationen, was ihr machen könnt, falls ihr auch 98er, 96er oder so suchen wollt. Man kann jetzt, also was ich machen würde, schwierig. Ich würde auf jeden Fall erstmal alle behalten, außer ihr habt da Platzmangel. Dann könnt ihr so nach 1 Stern, 2 Stern suchen und die erst löschen. Aber die mit hohen WP einfach behalten, weil die kann man ja tauschen. Weil man hat ja danach noch eine Stunde Zeit und dann auf Glück hoffen und dann das Glücks-Pokémon einzubewerten. Also ist jetzt ja nicht so, dass man direkt einfach alle Hydruppi wieder wegschmeißt. Man braucht ja immer noch welche zum Tauschen, weil ich habe so viele Videos jetzt gesehen, die sagen, ja einfach 4 Sterne oder 3 Sterne, 4 Sterne und den Rest einfach direkt wegschmeißen. Aber auch wenn es sehr schlechte IV hat, wenn es sehr hohe WP hat, das kann man ja dann immer noch weiter tauschen. Und der andere freut sich dann über ein sehr hohes WP Hydruppi, das möglicherweise Glücks wird und dann sehr gut. Also die hohen WP erstmal behalten und dann im Nachhinein die ganzen Glücks Hydruppi checken. Klar, einmal 4 Sterne und schauen, ob man Glück hatte und 100er dabei ist. Das kann man immer zwischendurch mal machen. Aber generell nicht direkt alle wegschmeißen, würde ich sagen. Und dann auch schon die letzte Sache, weil so viel gibt es eigentlich nicht zu sagen. Also das ist unser, was weiß ich, wie vierter C-Day, 16, 17. C-Day. Ja, der letzte Hinweis ist, Hydruppi bzw. Sumbex ist echt gut. Von dem kann man auf jeden Fall 1, 2 hochziehen, vor allem wenn der Glücks oder 100 ist. Er ist auf Platz 2, was Wasserangreifer betrifft. Fällt das hier mal ein. Vor Infogator und vor Gyarados. Ich habe hier zum Beispiel mal Entei eingegeben, als so Standardgegner. Ramaidon auf Platz 1 mit Gestein, aber dann Kyogre und dann Sumpex. Dann Despotar mit Gestein, Infogator und dann Gyarados. Also Sumpex echt nicht schlecht. Ich habe hier auch so eine Tabelle, was so die Top-Wasserangreifer betrifft. Und da ist auch Sumpex auf Platz 2 mit der zweithöchsten DPS und der zweithöchsten Total Damage Output. Also was Wasser betrifft. Also Palkia ist Werge Nummer 1, aber der kann ja nicht Wasser, der kann Drache oder Drachewasser. Wird krass, wenn der mal irgendwie Wasser kann als First Attack. Aber man muss natürlich auch betrachten, dass es gesamt. Es gibt natürlich einzelne Situationen, wo andere Pokémon möglicherweise bessere Konter sind. Also das ist nur so im Schnitt, dass er auf Platz Nummer 2 ist. Und für PvP soll er auch recht gut sein. Starter allgemein sind da eigentlich immer ziemlich stabil. Aber vor allem der soll gut sein, also wer weiß, falls hier mal alle irgendwie mit PvP anfangen. Sollte man schon ein paar haben. Aber das war's auch schon von mir, Leute. Nicht viel Info. Gönnt euch einfach den C-Day. 16 Uhr geht's los. Gönnt euch die EP und ein paar gute Hydruppi, ein paar shiny Hydruppi. Ansonsten euch viel Glück, viel Spaß. Das war's von mir. Ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.